Was wäre, wenn du an einem einzigen Tag deine spirituelle Energie dramatisch steigern könntest? Der 29. Juli bietet diese seltene Gelegenheit. Bleib dran, denn wir enthüllen, wie du diese kosmischen Energien für dich nutzen kannst. Was sind Portaltage und wie können wir sie nutzen? Portaltage sind Zeitpunkte, an denen die kosmischen Energien intensiv wirken. Diese Energien können uns helfen, unser Herzchakra zu öffnen und eine tiefere Verbindung zu uns selbst zu schaffen. Besonders wichtig ist dabei die weibliche Energie, die lebensspendend und heilend wirkt. Um den Portaltag optimal zu nutzen, empfehle ich, den Tag mit einer tiefen Atemübung zu beginnen. Atme tief ein und aus, um die Energien des Tages bewusst aufzunehmen. Lege im Laufe des Tages deine Hand auf dein Herz und konzentriere dich für 5 Minuten auf die Liebe in dir. Diese Herzmeditation wird dir helfen, dein Herzchakra zu öffnen und deine innere Verbindung zu stärken. Abends um 19 Uhr lade ich dich ein, dich energetisch mit anderen Meditierenden zu verbinden. Dieser Kreis wird dir helfen, die kosmischen Energien optimal zu nutzen und deine spirituelle Kraft zu erhöhen. Aber warum ist die Öffnung des Herzchakras so wichtig? Das Herzchakra ist das Zentrum der Liebe und des Mitgefühls. Wenn es geöffnet ist, können wir tiefere emotionale Heilung erfahren und unsere spirituellen Fähigkeiten stärken. Besonders an diesem Portaltag, der im Zeichen der weiblichen Energie steht, ist die Arbeit mit dem Herzchakra besonders kraftvoll. Es ist wichtig, dass du dich auf diesen Tag gut vorbereitest und ihn bewusst erlebst. Wenn du negative Emotionen in dir trägst, versuche sie vorher zu verarbeiten, um nicht überwältigt zu werden. Nutze diesen Tag, um deine spirituelle Energie zu erhöhen und deine Heilkraft zu verstärken. Zusammengefasst: Der 29. Juli ist ein einzigartiger Tag, an dem die kosmischen Energien besonders stark sind. Nutze diesen Tag, um dein Herzchakra zu öffnen, deine spirituelle Energie zu erhöhen und deine Heilkraft zu verstärken. Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren und lass uns wissen, wie du diesen Tag erlebt hast. Und bitte achte darauf, dass du als geistiges Wesen stärker bist als jeder Portaltag. Du könntest auch sagen, wie es in der Bibel steht, dass dein Glaube deine Realität bestimmt. Vielleicht willst du dir dazu mein Video "Uraltes Wissen, das steckt hinter dem 24. Dezember" ansehen. Und bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen.